Jo Freunde, Fortinizer hier. Heute ist der 28.10. Das bedeutet, heute kam die Ultra Premium Kollektion offiziell raus. Ja, das sollte sie eigentlich, sage ich mal, so wie ihr da draußen auch, war ich natürlich auf der Suche nach dieser sehr begehrten Box. Und zwar wollte ich dazu mal einfach meine Meinung loswerden, wie ich heute so den Tag empfunden habe, wie ich das Ganze erlebt hatte. Heute von morgens, sage ich mal, bis mittags ungefähr, war ich auf der Suche nach dieser besagten Box und ich wurde, welche Überraschung, wie letztes Jahr, einfach nur enttäuscht. Ich kann es einfach anders nicht beschreiben. Und zwar habe ich, wie ihr bestimmt da draußen auch bei Smith Toys, bei Müller, versucht, am Release-Tag an so eine Box ranzukommen. Und leider war einfach nur gähnende Leere. Was ich sehr schade finde, weil die kleineren Shops, sage ich mal, die kleineren Spielzeugläden hatten tatsächlich solche Boxen noch auf Lager, aber für solch unverschämte Preise, dass ich einfach wieder mit schlechter Laune aus diesem Laden rausgegangen bin. Ich habe zwar letztendlich noch eine bekommen, aber wie gesagt, was dort abging und wie die Leute auch drauf waren, ich habe auch bei diversen Geschäften auch angerufen. Da habe ich manchmal auch echt komische Antworten erhalten, wie viel Glück, bei der Suche wirst du eh nichts kriegen, ich habe nur einen im Laden bekommen und so weiter. Also es war schon echt merkwürdig, was dort abging. Oder mit einem Mitarbeiter von Müller habe ich auch mich unterhalten, etwas länger, der mir gesagt hat, bei Ladeneröffnung sind ihnen 14 Leute entgegengerannt, die alle die Box haben wollten, wo ich mir dachte, what the fuck, okay, die Box ist krass. Aber muss man so mit den Mitarbeitern umgehen, muss man die fast umrennen? Ich fand das ein bisschen, also ich habe das mit sehr gemischten Gefühlen heute erlebt. Ja, ich habe letztendlich eine bekommen, aber ich musste wahrscheinlich, wie ihr auch, ein bisschen was draufzahlen. Also das fand ich schon sehr schade. Also was soll ich noch groß sagen? Also es ist halt echt traurig, was heute abging. Das ist meine persönliche Erfahrung und meine Meinung, die ich heute erlebt hatte. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das Ganze heute erlebt habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Abonniert gerne diesen Kanal. Das würde mir sehr helfen und ich würde mich sehr freuen. Aber ich bin echt gespannt auf eure Meinung. Das war einfach zu dem Thema heute nochmal. Wollte ich mich auch dazu noch äußern. Aber wie gesagt, ich wollte meine Meinung kundtun. Das habe ich jetzt in dem Sinne getan. Von daher wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, ihr habt eine Box gekriegt zu normalen Preisen. Bis dann.